Vielleicht schauen wir noch in die, ein bisschen so einen Abriss der Zeitgeschichte. Ich denke, das könnten wir vor dem Mittag noch schaffen, weil ich würde jetzt ungern schon anfangen mit der Diskussion, was ist der Kanon, ja, und um welche Schriften geht es, weil dann müssen Sie nach der Mittagspause, da dürfen Sie ein bisschen mehr arbeiten. Also jede Schematisierung hat natürlich auch ihre Nachteile. Das gilt für diese Schematisierung auch, aber das Reizvolle daran ist, dass man es relativ anschaulich so auf einen Blick mal einen Überblick hat. Die Geschichte beginnt nicht in Israel. Das ist interessant. Beginnt im heutigen Irak, diese Geschichte. Sie beginnt nicht mit einem Israeliten oder einem Juden, sondern sie beginnt eben mit diesem Abraham. Das ist so der erste Mensch, von dem irgendwie klar wird, dass er sich auf eine Gottheit einlässt und wenn man das theologisch ausdrückt, dieser Offenbarung oder diesem Ruf folgt, ein Land verlässt, was damals ganz ungewöhnlich ist, weil Gottheiten in der Regel immer an Länder gebunden sind, an Kulte gebunden sind. Da begegnet uns zum ersten Mal etwas, was für das Judentum und auch für das Christentum heute ganz fundamental wichtig ist, ein Zug von Universalität. Keine Nationalreligion, kein Nationalgott, das ist wie ein roter Faden. Das beginnt hier schon mit dieser Abraham-Figur und mit dem Verlassen, zieh fort aus deinem Land. Ja? Abraham, Isaac, Jakob. Das ist also ein Gott, der nicht an Orte, an Nationen, an später dann an Völker, sondern zunächst einmal an eine Person gebunden ist und sich bindet. Das stellt sich auch so vor, es gibt ja oft, wir haben das vielleicht ein bisschen im Ohr, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja? Das ist sozusagen so etwas wie eine Grunderfahrung. Also mit den Viechern und den Zelten, dort links in der Kurve hinter dem Josef, ist die Nomadenkultur angedeutet, in der wir sind. Wir haben es immer mit einer Mischung zu tun. Wenn das beim nächsten Treffen noch ein bisschen ausführlicher machen, wenn wir über den Exodus reden, diese Konfrontation von Nomadenkulturen und sesshaften Hochkulturen. Sesshafte Hochkultur mit einem eigenen Verwaltungsapparat, mit Kanzlei, mit Ackerbau und Viehzucht. Das kennt Israel zunächst nicht, weil es eine Nomadenkultur ist. Abraham, dieser Urnomade und auch diese Söhne, überhaupt diese ganzen Sippen, die später zum Volk Israel werden, sind Nomadenkulturen. Die kennen sowas wie Ackerbau nicht. Die betreiben Viehzucht. Die ziehen herum. Wenn irgendwo eine Ecke abgefressen ist, müssen die Zelte zusammenrollen und weiterziehen, wo es wieder was gibt für die Viecher. Deshalb kann man nicht auf die nächste Ernte warten. Das Gebiet gibt auch relativ wenig her zum Ernten. Ägypten hat da durch den Nil und die Nilschwämme eben andere Voraussetzungen, um überhaupt sesshaft sein zu können. Kann deshalb überhaupt so etwas wie eine Dynastie, wie eine Hochkultur entwickeln, weil man sesshaft sein kann. In der Wüste Juda können sie keine Hochkultur entwickeln, das geht überhaupt nicht. Aber das bedarf zumindest großer Anstrengungen, bis man annähernd so etwas macht. Durch Hungersnöte, die man heute noch ungefähr zeitlich verifizieren kann, landen eben diese Nomaden auf der Suche. Das ist eine Kulturflucht, die da stattfindet. Ja. Wie wir heute vom Nord-Süd-Gefälle reden. Also das, was sich ja in Nordafrika abspielt oder tragischerweise ständig im Mittelmeerraum abspielt, dass afrikanische Flüchtlinge ja auf dem Zug nach Europa irgendwie nicht nur ihr ganzes Vermögen drangeben an irgendwelche Hehlerbanden, sondern dann teilweise im Mittelmeer grauenvoll umkommen, denken Sie an Stichwort Lampedusa. Das hat es damals auch gegeben. Das sammelt sich diese Hochkulturen, ja, die eine Versorgung haben. Denken Sie an die Josefsgeschichte, ja, 7 fette, 7 magere Jahre. Ja, der Josef mit dem idealen Clou, wir müssen Vorräte anlegen. Ja. Das ist eine Wirtschaftsform, die Nomaden unmöglich ist, aber die deshalb natürlich auch Nomaden anzieht. Exodus, also das, was man mit Exodus und Landnahme bezeichnet, eine der grundlegenden Erfahrungen Israels,
dass dieser Gott handelt, und zwar befreiend handelt. Und zwar nicht auf der Seite der Großmacht steht, nicht auf der Seite jenes hochgerüsteten Staates, der Ägypten damals war, der sich versorgen kann, der blendend ist in Sprache, Kultur, Verwaltung, ja, alles, was man damals meinte, meine Güte, sind wir ein lumpiger Verein gegen, ja. Dass sich Gott zeigt, dass er parteiisch ist und auf einer Seite steht. Und zwar auf der Seite der Schwachen und der Unterdrückten. Und sich damit nochmal neu als Gott, der sich an Menschen bindet, erweist. Das, was dann in der Wüste folgt, diese Phase des Gottfindens oder Gottkennenlernens, ja, ohne jede Ablenkung, was dann zum Bundesschluss kommt und zur Tora, das, was man in Anführungszeichen mit Gesetzgebung. Und dann dieser längere Prozess der Landnahme, das ist mit den Trompeten von Jericho, das ist irgendwie eine schöne Geschichte, wir werden darauf diese Textschichten noch einmal kommen. Die Landnahme ist im Grunde genommen ein sehr langsamer und sehr friedlicher Prozess. Das, was wir jetzt dann immer im Buch der Richter gelesen haben oder bei Josua, was uns so schrecklich anstrengend erscheint, ich sage das jetzt nicht aus dem Sinn politischer Korrektnis, hat eine. Die Texte sind ja eben erzählt worden, ja, wir haben das heute Morgen schon kennengelernt, und wurden dann aber auch überarbeitet. Und damit man so ein bisschen mithalten kann, andere Länder haben ja auch ihre Militärgeschichte, ja, hat man das so ein bisschen militärisch aufgepeppt. Ah ja, ja, alles erschlagen wird, ja, da muss man sich ja schließlich sehen lassen können, ja, da müssen die Zahlen für sich sprechen, ja. Und das kann man sehr schön nachweisen aufgrund der Textschichten, dass das Überarbeitungen sind, um sich selber im Vorderen Orient auch ein bisschen attraktiv zu machen. Ja, sozusagen, wir sind ja sonst immer das hin und her geschubste Pusemuckelvolk hier irgendwie, ja, haben dann so einen komischen Gott, der hat keine Figur, der hat keinen Namen, deswegen können wir gar nichts mitmachen. Ja. Dann wollen wir wenigstens jetzt auch ein bisschen attraktive Militärgeschichte haben. Ja. Und geht dann sozusagen in einem, mit so einem aufgepeppten Ding da drüber, ja. Wenn man das ein bisschen im Hinterkopf hat, löst das manche Probleme, die uns wirklich sehr schwer verdaulich erscheinen und die auch wirklich eine Zumutung sind. Es gibt Texte, die in der Bibel Zumutungen sind.